Hallo, liebe Deutschlerner. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, denn zurzeit spielen die Vögel ein bisschen verrückt. Die Vögel spielen verrückt. Sie machen sehr viel Lärm um mich herum. Wie auch immer, ihr habt mich gefragt, oder eine von euch hat mich gefragt, wie meine Erfahrung in der Schule war. Und das ist eine tolle Frage, denn ich mochte die Schule sehr. Es gab Aspekte, die ich nicht mochte. Ich lerne zum Beispiel viel, viel lieber auf eigene Faust. Das heißt, ich arbeite und ich lerne viel lieber selbstständig, wenn ich selber entscheiden kann, wann und wie ich lerne. Und das hatte ich in der Schule leider nicht. Aber ansonsten hatte ich das Glück, sehr gute Lehrer zu haben. Mit diesen Lehrern hat die Schule dann auch sehr viel Spaß gemacht. Da war zum Beispiel mein Mathelehrer, der uns sehr auf eine sehr tolle Art Mathematik beigebracht hat, auf eine sehr er hat uns sehr gefordert, aber er war auch sehr fürsorglich. Er war auch hat sich um uns wirklich gekümmert. Das fand ich sehr toll und das ist auch ein Grund, warum ich Mathematik studiert habe. Und kommen wir zu den Sprachfächern. Ja? Also Englisch war ein Fach, was ich sehr, sehr gemocht habe. Und ich hatte auch eine sehr fantastische Englischlehrerin. Und mit ihr haben wir auch viele, viele Bücher gelesen. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Und meine Englischlehrerin und meine Französischlehrerin, die haben beide in der jeweiligen Sprache gesprochen, also sehr oft haben wir wirklich diese verständlichen Inhalte bekommen, indem eben die Englischlehrerin auf Englisch geredet hat und die Französischlehrerin hat sehr viel auf Französisch geredet. Und das war sehr hilfreich für uns. Und es ist sehr gut, dass es schon in vielen Schulen auch implementiert wird, diese Strategie, dass man mit verständlichen Inhalten eine Sprache lehrt. Dass man eine Sprache lehrt, indem man den Schülern sehr viel von der Sprache gibt, indem man in der Sprache etwas erzählt. Wie ich jetzt zum Beispiel mit euch mache. Ich rede auf Deutsch und so lernt ihr sehr viel Deutsch. Und das haben meine Sprachlehrer gemacht, was toll war. Es gab auch manche Aspekte, die ich nicht so gut fand. Wie gesagt, ich lerne lieber selbstständig und wir hatten natürlich auch Tests und Klausuren und das hat mir nicht so gefallen, diese ganzen Tests und auch die ganzen Grammatikübungen. Zum Glück waren das nicht allzu viele, aber immer doch ab und zu mussten wir Grammatikübungen machen und die haben mir nicht so gefallen und die fand ich häufig sehr frustrierend. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, war das eine gute Erfahrung. Und ich habe auch einiges gelernt. Bei Englisch hatte ich den Vorteil, dass ich ein Austauschjahr gemacht habe in den USA. Ich war auf einer amerikanischen Highschool. Das war total toll, hauptsächlich, weil ich eine neue Kultur kennengelernt habe. Ich war in einer Gastfamilie und ich habe sehr viele neue Leute kennengelernt. Und das war sozusagen nicht unbedingt wegen der Schule, sondern wegen der ganzen Erfahrung war es eine tolle Zeit. Und deswegen war der Englischunterricht
auch danach für mich sehr viel entspannter und sehr viel, das hat sehr viel Spaß gemacht, weil ich eigentlich schon relativ gut Englisch konnte durch mein Austauschjahr. Welche Fächer haben mir noch gefallen? Physik. Wir hatten auch gute Physiklehrer. Und vor allen Dingen, aber auch unabhängig von den Physiklehrern, hat mir das Fach einfach sehr viel Spaß gemacht, weil es sehr analytisch war, sehr mathematisch und wirklich im realen Leben, mit dem realen Leben etwas zu tun hatte. Denn mit der Physik kann man ausrechnen, wie, weiß nicht, wie so ein Ball rollt und was dann die Reibung ist und all sowas. Das fand ich sehr spannend. Und auch, wie sich die Planeten zueinander bewegen oder wie dann die Gravitationskraft ist und all sowas. Und die Quantenmechanik, da hatten wir sehr viele spannende Experimente gemacht. Wie zum Beispiel Öltropfen aufgeladen worden sind mit Elektrizität oder mit, ich weiß gar nicht, ob ich das so beschreiben kann, ob das verständlich ist, aber auf jeden Fall, man hat an diesen Öltröpfen, wie sie sich bewegt haben, hat man einen Beweis gehabt, der Quanten, dass die elektrische Ladung gequantelt ist, also in kleinen Paketen. Das war jetzt für die Physikliebhaber unter euch, die werden das verstehen. Und was gab es noch? Französisch? Kunst? Kunst hat Spaß gemacht, weil Kunst war so, das war nicht so sehr streng. Das war meistens so, okay, wir malen jetzt ein Bild und das wurde natürlich benotet. Und das war ein bisschen frustrierend, weil dann auch ein bisschen Leistungsdruck war. Dann musste man sich teilweise anstrengen oder Arbeiten machen, die nicht so... Die nicht so viel Spaß gemacht haben, wie zum Beispiel das ganz, ganz, ganz detailliert irgendwas malen. Aber sonst im Großen und Ganzen war Kunst immer waren tolle Stunden. Deutsch auch. Besonders wenn wir über irgendwas geredet haben, was mit Geschichte zu tun hatte. Also wir haben auch ein bisschen Geschichte im Deutschunterricht gemacht, oder beziehungsweise so die Geschichte der deutschen Schriftsteller und die ganzen Bewegungen, die es da gab, die ganzen Richtungen, sagt man eher, die ganzen Richtungen in der literarischen Geschichte. So Goethe und so Klassik und dann Sturm und Drang, daran erinnere ich mich noch, also da Sturm und Drang war so diese Phase in der deutschen Literatur, wo die Dichter über sehr romantische und spannende und herzzerreißende und emotionsgeladene Dinge geschrieben haben. Und der Name ist auch sehr toll und ist so typisch deutsch oder typisch symbolisiert gut, worum es ging in dieser Richtung, dem Sturm und Drang. Und okay, das war Deutsch. Und was gab's noch für Fächer? Sport war so lala. Da haben wir oft Fußball gespielt oder Volleyball und so. Und das hat Spaß gemacht, aber es war oft wenig Abwechslung. Das war schade. Oder es war Dinge, wo ich nicht so gut drin bin, wie zum Beispiel Springen, ja, Hochsprung, wo man versucht, so hoch wie möglich zu springen.
Also nicht so, sondern man läuft an und dann versucht man so nach hinten zu springen. Da war ich nicht so gut drin und deswegen hat es auch nicht so einen Spaß gemacht. Aber ansonsten war Sport okay. Was noch? Also mir fällt jetzt im Moment nicht mehr so viel ein. Und das Video war auch schon recht lange, deswegen höre ich jetzt erstmal auf. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann sagt mir Bescheid. Schreibt das gerne in die Kommentare und dann erzähle ich noch mehr über meine Erfahrung in der Schule. Ich bin auch gespannt, wie deine Erfahrung in der Schule war. Ich bin neugierig, wie es euch ergangen ist. Insofern schreibt dies auch gerne in die Kommentare. Da könnt ihr ein bisschen auch versuchen, euch daran zu üben, auf Deutsch zu schreiben, wenn ihr so versucht, so ein bisschen auf Deutsch versucht zu erzählen, wie die Schule für euch war. Das wäre total super. Okay, wenn ihr noch mehr Fragen habt, fragt ruhig und bis morgen. Tschüss.